Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mazda 626 Garage. Mein Name ist Dennis. Um die heutige Folge handelt es sich auch noch um die letzte Folge, die ich allerdings in zwei Teile machen wollte. Um was es heute geht, kurz vorm Reisbrennen, ist mir quasi das Handbremsseil gerissen. Jeder wird sich fragen, wie schafft man sowas? Ganz einfach, bei Silbo hat die Handbremse an sich nicht mehr funktioniert. Du hast die bis hochgezogen und der hat einfach nicht gebremst, also hat nicht gehalten. Das heißt, auch wenn du die Handbremse bis zum Anschlag komplett hochgezogen hast, du konntest Silbo trotzdem noch wegschieben. Das heißt jetzt allerdings, dass wir die Handbremse, zumindest das Handbremsseil, erneuern. Und dazu muss ich aber auch erstmal an die Handbremse rankommen. Das bedeutet, ich muss erstmal beide Sitze ausbauen und die Mittelkonsole muss raus. Genau. Und im Endeffekt, wenn wir dann soweit sind, dass ich dann auch das neue Handbremsseil bestellen kann, ab dem Zeitpunkt kommt dann Teil 2 des Vlogs oder der Folge. Genau. Und Teil 2 ist dann der krönende Abschluss für die sechste Staffel. Beziehungsweise es kommen ja noch die Adventsfolgen dann zu Weihnachten, gehören ja auch noch mit zur sechsten Staffel dazu. Ja, erwartet passt schon. Genau. Dementsprechend würde ich mal sagen, ich fange erstmal an, Silbo auszuräumen. Und wie das aussieht, das seht ihr nach dem Intro. Bis gleich. Thank you.
pretending that you like somebody else. Like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? By yourself. Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting for? So what the hell? Ich habe erstmal hier alles rausgeholt und es ist so dermaßen warm, da läuft die Brühe im Minutentakt. Ach Mann. So. Wie gesagt, Fahrer, Beifahrer sitzen raus. Mittelkonsole setzt ab. Würde mich mal so hinsetzen. Die Handbremse. Könnt ihr schon sehen, das Seil ist hier. Ich würde mal Bild in Bild einfügen. So, im Endeffekt ist hier dieses Handbremsseil, ist hier oben das Stöckchen abgerissen. Wenn ich jetzt auf die Schnelle das Gegenstück finde, aber wahrscheinlich nicht. Ah doch. Wie ihr sehen könnt, das wollte ich einfach festschrauben. Und es ist, wenn hier sagt auch noch fest. Genau. Und wegen der Aktion kann ich jetzt die Schraube und die Schraube lösen, damit ich erstmal hier die Handbremse erstmal abbekomme und dann erstmal weiter sehen. Unterm Auto müsste ich dann auch mal sehen, dass ich die Handbremse beziehungsweise das Seil irgendwie von da aus auch wieder kriege. Muss ich mal gucken. Und das Auto muss ja mal gesaugt werden. Ich weiß. So, jetzt habe ich erstmal die Handbremse hier gelöst. Hier kommt der Kontakt hin, der hier hängt. Und hier ist erstmal das Handbremsseil. So wie es aussieht, muss ich jetzt unter das Auto und unterm Auto gucken, wie ich das mit der Handbremse weiterlöse. Genau. So sieht der ganze Spaß aus. Von unten. Im Endeffekt
hier irgendwie aushaken. Hier aushaken irgendwie. Und hier drüben aushaken. Ja, hier einfach dieses Seil, was das hier ist. Hier rum. Und hier rechts oder links hier raus. Genau. Bei denen in der Mitte weiß ich es nicht. Da ist es nicht so, weil das Handbremsseil kommt ja hier raus. Hier ist es gequetscht, hier ist es gequetscht. Im Endeffekt ist es genauso wie das hier, bloß dass man hier mit dem eigentlich gar nicht rauskommt. Und hier unten ist einfach bloß ein Schlitz, wo die Feder eingehakt ist. Genau. Ich versuche jetzt erstmal die beiden hier erstmal zu lösen. Dann versuchen den hier zu lösen. Und falls ihr fragt, ja, ihr seid im Endeffekt auf dem Kopf. Aber diesen Blick habe ich genauso. Also von daher. Genau. Also mache ich das jetzt erstmal so und zeige euch das dann außerhalb vom Auto. So, jetzt nochmal. Die Linse muss auch mal wieder sauber gemacht. Im Endeffekt hier habt ihr einmal hier das gequetscht wegen dem Seil, dass das hier drinnen bleibt, ne? Kriegt man auch nie raus. Ich habe die anderen Seile jetzt hier so weit gedreht, dass ich jetzt hier bin, rauskommen sie von alleine. Das Ding. Genau. Das Ding ist gerissen. Im Endeffekt, das brauchen wir jetzt neu. Weil nach fest kommt ab und ich denke mir mal, dass es bereits schon fest war. Genau. Ich muss jetzt erstmal dieses Teil erstmal neu bestellen, weil wie gesagt ist ja abgerissen. Ich muss ja unter das Auto. Eigentlich wollte ich das vom GT nehmen, aber dadurch, dass das ja unterm Auto ist und dass das ja schon gerostet ist, würde ich mal meinen, dass das vom GT noch mehr durch ist. Und deswegen einfach neu bestellen. Im Endeffekt, soweit haben wir es heute geschafft. Und wenn das neue Handbremsseil da ist, geht's dann weiter.